Jo, da sind wir ja mal wieder. So, Kamera an, wunderbar. Erstmal herzlich willkommen zurück. Ja, wieder mal hier auf meinem Kanal. Heute, wie versprochen, kommt die nächste Ausgabe vom März 1986. Und im letzten Video habe ich die Februar-Ausgabe vorgestellt, aber es als März 86 angegeben. Vielen lieben Dank nochmal für den von den Linux-Mann. Ah, Leute, ist noch zu früh. Ich habe gerade mal einen Kaffee-Intus und bin immer noch tot. Der Linux-Mann hat mir nämlich in den Kommentaren geschrieben, beim letzten C64er, ja, praktischerweise Content, dass ich doch mal ein bisschen auf meinen Autofokus achten sollte. Ich kann es euch mal ganz kurz vorlesen. Ne? Der Linux-Mann hat geschrieben, erstmal viele liebe Grüße gehen raus, da hast du recht, wunderbar. Ich habe jetzt den Autofokus wirklich hier, seht ihr, ne? Den habe ich jetzt rausgenommen. War auch gar nicht schwer, vielen lieben Dank für den Tipp. Ja, der Linux-Mann hat geschrieben, hallo Retro-Bulle, Kritik sollte man ja nicht negativ behaften, sondern als Verbesserungsvorschlag werten. Und so ist meine Kritik auch gemeint. Jo, alles klar. Ich habe nichts gegen Kritik, im Gegenteil, immer raus damit. Ja? Bitte den Autofokus der Kamera ausschalten, wenn möglich. Es ist sehr störend, wenn du mit den Händen vor der Kamera gestikulierst. Ja, das mache ich gerne. Das seht ihr. Und die Kamera den Fokus auf die Schrift verliert. Danke. Ja, lieber Linux-Mann, habe ich gemacht. Ich hoffe, das ist jetzt besser. Ja. Und der Fokus bleibt auf alle Fälle. Ja. Auf der Zeitschrift, ja. Den Rest könnt ihr euch selber durchlesen, weil das war nicht nur ein Kommentar. Der liebe Linux-Mann, der hat ein bisschen mehr geschrieben. Ja, das könnt ihr euch selbst mal durchlesen, weil es ist ja gut, was er da beschreibt. Und geht da ein bisschen persönlich auf sich ein und eben halt auf den C64. Ist lesenswert. Macht das mal. Ich habe auch darauf geantwortet, ja. So weit, so gut. Okay. Heute ist die März 1986 Ausgabe und ich finde, die ist wirklich interessant, ja, weil da werden Sachen behandelt oder als Thema behandelt, die ich sehr interessant finde, ja, muss ich einfach mal sagen. Gehen wir einfach mal kurz durch. Traumcomputer, Amiga am Test, ja, wunderbar, ne? Ja, das war mein Traumcomputer und es hat ein bisschen gedauert, bis ich mir den leisten konnte. Ja, wunderbar. Da ist auch unser A1000. Dann mit Telefon und Computer in aller Welt. Auch sehr, sehr interessant. Ja. Programmiersprachen, ja. Was gab es denn da so Tolles? Das können wir uns einfach auch mal anschauen. Ja. Ich habe übrigens, wie gesagt, immer noch eine Community-Umfrage gemacht. Und da sind schon so die ersten, ja, Antworten, will ich nicht sagen. Ja, die ersten Abstimmungen getätigt worden. Könnt ihr selber mal reinschauen. Ist auch sehr interessant. Aber ich warte noch ein, zwei Wochen, bevor ich da eben halt näher drauf eingehe. Ja, was haben wir noch? Hardware-Tests. Ja, okay. Da geht es um Mäuse und Joysticks. Das ist auch schon mal sehr interessant. Ja, und dann schauen wir einfach mal rein, würde ich mal sagen. Ne? So. Voilà. Sehr schön. Der Spielhallenknüller jetzt für Ihren Computer. Kung Fu Master, sagt mir das was? Ich glaube schon, ja. Gab es denn auch auf Commodore 64 128? Aha. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob ich das jemals gespielt habe. Kann auch sein, dass es an mir vorbeilief, obwohl ich so die Kampfspiele eigentlich nie so gerne gezockt habe. Lieber Jump'n'Run oder Adventures, ja. Aber kann schon sein, ich weiß es nicht. Bin mir da komplett unsicher. Ja, und wie gesagt, das kennen wir hier. Das glaube ich, hat die C64 immer so gemacht. C64, ja, sorry, dass da eben halt ein bisschen Werbung, ne? Top-Angebot und hast du nicht gesehen. Ja, alles klar. Gut. Ja, wie ihr sehen könnt, das Heft ist voll mit Informationen. Amiga-Test, sehr interessant. Komfort, okay. Spiele, sehr, sehr interessant. Abenteuer DFÜ, ja. Habe ich mir damals bestimmt durchgelesen, aber ich habe erst mit einem Amiga, da habe ich erst DFÜ betrieben. Ja, Mäuse für den C64, schön gemacht mit der Katze. Finde ich nicht schlecht.
Das hat was, ne? Und Programmiersprachen. Also endlich mal ein Heft, wo man sagen kann, okay, da ist alles interessant, eigentlich. Ja. Da ist für jeden etwas dabei. So, gucken wir mal. Die Wüste lebt. Jedes Jahr im Januar fahren tausende ehrbarer Elektronikexperten in eine verrufene Stadt mitten in der Wüste von Nevada. Aber dort, in Las Vegas, wollen sie nicht ihre Jahresgehälter verspielen, sondern sich gegenseitig vorführen, was sie im vergangenen Jahr alles an neuen Produktionen erarbeitet haben. Wir waren auf der Winter CES 1986. Überleg mal, wie lange das her ist. Wahnsinn, ja. Und da gibt es eben halt einen ausführlichen Bericht. Und der geht auch über mehrere Seiten. Ja, hier seht ihr ja, oh, alles klar. Ein Hauch von 16-Bit Geos Betriebssystem für den C64 war damals der Knaller, oder? Da muss ich echt mal sagen, ich fand das sehr, sehr schön. Ja, ich habe es wenig genutzt, aber ich hatte es. Ja, und wie ich es denn hatte und wenig genutzt hatte, ja, da war dann der Amiga 500 auf einmal da und den wollte ich denn unbedingt haben. Ja, dann war das eigentlich auch kein Thema mehr für mich. Ja, was haben wir noch? Garfield, sehr interessant. In Anflug, Hubschrauber-Simulator, Gunship. Habe ich sogar gezockt, Leute. Ja, ich glaube, viele von euch haben das gezockt. Kunstflug mit den Mini-Jets. Aha. Akkujets, okay. Sagt mir jetzt auch nichts. Und was haben wir hier noch? 3D-Golf mit Leaderboard. Ja, das habe ich gezockt. Das habe ich gezockt mit einem Kumpel zusammen. Da haben wir manchmal nächtelang gesessen. Wer ist nun besser? Wer kann besser die Holz schlagen und so. War schon geil. War auch sehr schön. Oh, Hardball, okay. Das ist ja so ein Ami-Sport, ne? Das hat mich nie interessiert. Ist heute eigentlich, naja, fast immer noch so. Obwohl ich doch ab und zu mal NFL oder was anderes gucke. Football Simulator, aha, okay. Printmaster für C64. Tatsächlich hatte ich den Printmaster, den habe ich auch benutzt. Kein Scheiß. War schon ganz geil. So, was haben wir noch? Rollenspiel. Ah, Bard's Tale, wunderbar. Ich glaube, gab es nur in Englisch, ne? Das gab es nicht in Deutsch. Das hat mich dann so damals komplett abgehalten. Ja? Weil mein Englisch war ja grottenschlecht. Ja? Ist heute besser, aber damals so als Jugendlicher. Nee, ne? Obwohl es ein geiles Spiel ist. Ja. Heart of Africa. Ja, das war auch geil. Das war auch geil. Schönes Spiel. So, nächste Seite, nächstes Glück, mal sehen. Wirtschaftskrieg, der, was, der Sterne, okay. Sagt mir aber auch nichts. Nee, habe ich noch nie gesehen, kenne ich nicht, okay. Porn, ja, wunderbar, Super Adventure auf dem Atari ST. Gab's auch auf dem C64, glaube ich. Auch wieder Manko. Ich bin mir sicher, Porn oder The Porn gab's eben halt nur, ja, in Englisch. Genau. Riverboat Adventure, genau. Ja, da gibt es so vieles, ne? Richtig interessant. Kurz getestet, Freeze-Frame. Aha. So, DFI News. Hacker-Kongress in Hamburg. Ja, sowas habe ich natürlich verschlungen, ne? Hacker, absolut die Helden, ne? Was die so drauf hatten, Wahnsinn. Auch wieder Werbung für einen neuen Drucker. Da gab es ja so einige. Okay. Da haben wir hier Schönes. Ah ja. Wieder Leserforum 64. Hilfe gegen Absturz. Was kann die 1571 Floppy? Aha. Wir wissen, was die kann. Wer kennt den PTS 100? Ich nicht. Maschinensprache widerwillen. DOS 5.1 mit Hyperload. Ah ja, alles klar. Super Hit zum Commodore 128. Gab anscheinend sehr viele Bücher. Hatte ich schon im letzten Heft erwähnt, ne? Ich hatte nicht eins, klar, weil warum auch? Ich hatte ja auch nie einen. Aber interessiert hat es mich immer. Fand das immer geil. Geheimnisvoller Syntax-Error. Leserfragen. Jetzt kommt wieder der Supername. Willy Brecht antwortet. Finde ich gut, finde ich gut. Ja, nichts gegen Willy und nichts gegen Brechtel und weiß ich was. Aber hört sich irgendwie doch dennoch ein bisschen lustig an. So, und schaut mal hier. Das hat man sich angeschaut, schon, mal ganz im Ernst, schon die Tastatur, die Maus, ja, der Desktop und eben halt der Monitor. Ey Leute, schon allein das Bild hat einen gesagt, Scheiß Alter, muss ich haben, will ich haben, ja. Was für ein Computer, ja. Das war ein Anblick.
Ich finde ihn heute immer noch richtig stylisch, ne? Ja, das waren Zeiten. Hat man sich durchgelesen, aber man wusste, also ich wusste es damals, den kannst du dir nicht leisten. Das waren ja ein, zwei Monatsgehälter damals. Unmöglich, ja. Also blieb mal beim C64. Kann ja sein, dass es bei euch anders war, ich weiß es nicht. Wenn denn immer rein in den Kommentaren. Ja, und da wurde ihm halt der Amiga vorgestellt. Richtig interessant. Mit Motherboard und allem drum und dran. Schon sehr interessant. 640 mal 400 Punkte mit 16 Farben war natürlich schon ein Highlight. Ne? 1 Million Punkte pro Sekunde. Amiga, eine Probemaschine. Na, nicht wirklich, ne? So. Und schaut euch das mal an. Das fand ich auch mal geil. Wenn man jetzt Geos als Vergleich hatte und sich das dann angeschaut hat, ne? Das war schon eine andere Welt, ne? Die Workbench. Richtig geil. Ja. Da war man so angehypt, also so angefixt irgendwie. Sehr schön. Kenne ich, habe ich gezockt, aber nicht erfolgreich. Wohlgemerkt. Wenn die Kugel immer runterfiel, dann nach 3 Versuchen dachte ich mir, nee, muss sie dir nicht mehr geben. Da bin ich ganz ehrlich. So, der sprechende Computer, ja, okay, konnte er mit dem Say-Befehl, richtig. Ja, und hier, schaut mal, mit denen habe ich sehr viel gearbeitet. Ja. Ist das D-Paint oder Deluxe Paint? Ja, Deluxe Paint, genau. Und richtig Hammer. Absolut Top-Programm. Immer noch heute, finde ich, immer noch ein Top-Programm. Kann man auf dem Amiga immer noch super benutzen. Ja. Geiles Programm. Hatte ich natürlich als Tauschversion. Tauschversion. Gekauft habe ich mir das nie. So. Okay. Ja, ist doch interessant, oder? Richtig schön. Solche Grafiken lassen sich mit den Spitzenmalprogrammen Deluxe Paint leicht und schnell erstellen. Na gut, also wer jetzt pixeln kann, der kann das vielleicht leicht und schnell. Also das hättet ihr euch sparen können, weil das mache ich erstmal bitte. So einfach ist das nicht. Ja, also wird einem so suggeriert, naja, guck mal, das kannst du auch, ja. Leicht und schnell. Nein, kann man nicht leicht und schnell. Also das ist schon. Ist schon Qualität, ja, da musst du schon was auf dem Kasten haben, da musst du pixeln können. So, die Mäuse kommen, richtig interessant. Die ersten Mäuse für den C64 sind da. Wir sagen ihnen, was man mit ihnen alles anfangen kann, wie sie funktionieren und natürlich auch, wie tief sie dafür in die Tasche greifen müssen. Ja, die waren garantiert nicht billig, also sowas kostete sehr viel Geld. Heute werden die einen hinterhergeschmissen. Naja, so war das eben halt damals, ne? Aber auch interessant, ja. Maus kontra Joystick. Wo liegen die Unterschiede? Ja, okay. Ja, jetzt kommt ja Druckerkram. Epson LQ 800, ein Meister seines Fachs. Der hat auch garantiert meisterlich viel gekostet. Dann haben wir hier der Präsident 6313C, das preiswerte Schwergewicht, okay. Ja, mal schauen, was das preiswert sein soll. Wenn jemand seinen Drucker wiedererkennen sollte, auch in den Kommentaren rein, interessiert mich. Ja, sehr, sehr schön. Jo, war denn der so preiswert? Ich weiß es nicht. 798 Mark? Preiswert? Naja, gut, okay. Damals vielleicht ja, aber dafür hat man locker, weiß ich, einen C64 und eine Floppy bekommen, oder? Also fast. Naja. Oder noch ein Tausender raufen den Amiga vielleicht. Ich weiß es nicht. So, Merlin zaubert wieder. Eprombrett. Das ist an mir komplett vorbeigelaufen. Habe ich nie gemacht. Ja, mit Eproms und so. Das war einfach nicht meine Welt. Hat mich auch irgendwie nie interessiert. Ja. So. Der moderne Weg ins Abenteuer. Sie geben eine 10-stellige Rufnummer ein. Und schon ist Ihr C64 mit einem Großcomputer in Amerika oder Neuseeland verbunden. Es ist einfach faszinierend, über zig Funkstellen und mindestens einen Satelliten einen anderen Computer anzuzapfen. Die Telefonkosten sind geringer, als Sie denken. Oh, nee, Leute. Ich hatte bei meiner ersten Erfahrung mit den Amiga und dann tatsächlich nicht mehr mit einem Akustikkoppler, sondern mit dem Modem, 1200 Baud, glaube ich, war das damals. Was ich heimlich angeschlossen habe zu Hause, weil meine Ex hielt davon gar nichts. Sie hatte ja auch recht, die erste Telefonrechnung war bombastisch, ja. Oh, da gab es Ärger, Leute. Da gab es Ärger, ja.
Werde ich nie vergessen, ja. Ja, also von daher, die Telefonkosten sind geringer, als Sie denken. Nee, die waren immens, wenn man es übertrieben hat. Ja, auch sehr interessant. Weißt du, wie ich die ersten BBS, da gab es dann BBS, so eine Art Mailboxen oder, ja, wie soll man es nennen, ja, Bulletinboards, Boxen. Die waren auch in Berlin, da habe ich sogar eine Trisse kennengelernt damals. Die hat nämlich die BBS betrieben in Spandau, Berlin-Spandau. Und mit der habe ich mich dann tatsächlich getroffen. Ja? Ja, obwohl ich eine Freundin hatte. Naja, gut, okay. Das waren andere Zeiten, sorry. Aber das war auch spannend. Ja? Also einige gute Leute kennengelernt und einige auch weniger gute. Ja, die gibt es ja überall. Ne? Ja, Akustikkoppler am Test, richtig interessant. Ich hatte einen. Fragt mich jetzt bitte nicht welchen. Kann so einer gewesen sein. Also ganz schwarz war er nicht. Ja, eher so ähnlich. Hatte ich. Bevor ich dann eben halt wirklich mir ein Modem gekauft habe. Aber da waren die ersten paar Suche schon mal mitgegeben. Ne? Richtig interessant. So. Ah, Epson hat auch einen rausgebracht. Interessant. Hitrans. Ascom. Okay, das sagt mir überhaupt nichts. Okay. Aber interessant, wenn man sich das mal so reinzieht. Da gab es so einige, ne? Ja, wie gesagt, immer schreiben in den Kommentaren, wenn euch was auffällt, wenn ihr sagt, ey, den hatte ich ja, geil. Oder war nicht so geil. Ja. Schreibt das mal, das interessiert mich sehr. BTX habe ich tatsächlich mal ausprobiert, damals. Über das neue Kommunikationsmedium der Post herrschen die unterschiedlichsten Meinungen. Ja, das stimmt. Viele behaupten, BTX ist nichts. Wir haben uns Gedanken darüber gemacht und festgestellt, dass BTX ungeahnte Möglichkeiten bietet. Hat man dieses Medium erstmal kennengelernt? Ich kann mich nicht mehr so ganz doll erinnern. Ich habe es mal anprobiert oder ausprobiert, bin da aber nicht großartig bei geblieben. Also dann habe ich mir lieber die schwarzen Nummern, will ich sie mal nennen, angerufen und mir dann eben halt für eine Amiga Software runtergeladen. Deswegen hatte ich auch so eine tolle Telefonrechnung. Ja. Ja, aber BTX war damals in und viele haben es auch genutzt. War schon interessant. Ich glaube, ich habe da mal versucht, eine Bestellung für jemand anders abzugeben, damit der praktischerweise den Scheiß bekommt und sich fragt, hä, woher? Ja, war ich so ein schlimmer Finger? Ja, irgendwie schon. War so eine Schnapslaune wahrscheinlich. Ich weiß es nicht. Ich will ja auch nicht so viel erzählen davon. So. BTX kinderleicht. Nee, war es nicht. Also am Anfang war es nicht sehr kinderleicht. Ja, aber erzählt mal, wenn ihr darüber eben halt Erfahrungen gesammelt habt, denn ja, schreibt das mal. Das ist auch sehr interessant, ne? Mit der ganzen Welt verbunden. Die Welt der Datenfernübertragung wird für immer mehr Computeranwender interessant. Wichtig dabei ist neben der Hardware die nötige Software. Das ist richtig. Ohne Software wird es denn nicht gehen. Aber sehr, sehr interessant. Das waren so damals die Neuheiten, ja. Schon der Gedanke, seinen Computer mit einem anderen Computer zu verbinden, das war reinste Science Fiction. Also damals für uns, heute ist das ja Standard, ja. Aber das war für uns reinste, ja, Science Fiction. Definitiv. Ja, aber immerhin sehr interessant. Oh, hier gibt es wahrscheinlich die ganzen Programme. Teletherm 64, Multicom 64, sagt mir was. Sagt mir auch was. Ja, das Hackerprogramm. Aha, Comic 64 und Comic Plus. Hackerprogramm. Das ist DATEX-P. Mit DATEX-P erschließen Sie Ihren Computer die ganze Welt und können Daten zu einem vernünftigen Preis schnell und sicher übertragen. Wie funktioniert DATEX-P und wie bekommt man einen Anschluss? Alles klar? Habe ich das benutzt? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ist ja auch schon Ewigkeiten her. Telesoftware, das Programm, das aus dem Fernseher kam. Für Sie als Besitzer eines Heimcomputers ist das wachsende Angebot von Telesoftware wahrscheinlich das zugkräftigste Argument für BTX. Ah, alles klar. Auch für den C64 werden schon einige Programme angeboten, die sich zum Teil kostenlos über BTX abrufen lassen. Ja, wie gesagt, ich war mit dem C64 da eben halt nicht so aktiv, nach meiner Meinung. Markt und Technik Pro Lipresents, das 64er DOS. Oi, 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 oi.
Alles klar. Kuliplo 64, was ist das? Mathematische Kurven, ja, das war für mich dann komplett uninteressant. So. Computer des Jahres, ja, das hatten wir ja in der letzten Ausgabe, ne? Das ist ein C64er-Heft, aber man muss den Atari anbieten oder anpreisen. Naja, gut. Muss man nicht verstehen, aber okay. Brachte wahrscheinlich Kohle. Ja, hier wieder unter den Checksummer. Da habe ich euch letztes Mal schon gefragt. Habt ihr den benutzt? Ja oder nein? Habe ich leider bisher noch keine Aussage zu bekommen oder keinen Kommentar. Aber vielleicht mache ich da auch mal eine Umfrage. Ne? Genau. Wer hat ihn benutzt? Wie fandet ihr ihn? Und ja, wer mal eine Idee? Genau. So. Prosoft-Preise liegen richtig. Naja, okay, wenn man so manche Preise sieht, da wurde dann eher schlecht. So. Ja, Kurven, Diskussionsprogramm oder wie der Kram da heißt, hat mich nie interessiert. Hätte ich auch nicht abgetippt. Ja, auch doch ein relativ kurzes Listing, muss man sagen. Alles über den Commodore 64, sehr interessant. Anwendung des Monats. Hardcopy-Modul. Okay. Das serielle 64er DOS. Aha. Jetzt wird das 1541 Laufwerk zum Renner. Mit wenig Aufwand beschleunigt das C64er DOS alle Funktionen des Laufwerks. Alles klar. Hört sich schon mal sehr interessant an, muss man sagen. Da wurde auch gezeigt, was man machen muss. Alles klar. Und hier gibt es eben halt ein dickes, fettes Listing. Okay. Machen wir mal weiter hier. Commodore 64 Spezialisten als Fachredakteur. Ja, habe ich schon mal damals geliehen, dachte ich, Mensch, wäre ja was für dich, aber ich war kein Fachredakteur. Noch ein Redakteur. Ja. Konnte mit Not und Mühe eben halt nur das Nötigste schreiben. Naja. So, auch wieder der große Commodore Sonderteil, sehr interessant. Happy Computer. Übrigens bei meiner Umfrage, ne, Community-Umfrage, auf Platz 3, ne, war die, glaube ich. Ja, okay. Shapes auf den C64, haha. Mit diesem Programm bringen Sie Bewegung ins Spiel. Denn neben den Shapes, die sich beliebig auf dem Bildschirm positionieren lassen, stehen die Sprites im vollen Umfang zur Verfügung. Shape kann aber noch viel mehr. Probieren Sie es aus. Dann wollen wir mal schauen, wie lange das Listing ist, ne? Ja, gut, es geht. Es geht. Denke ich mal, ne? Ist jetzt nicht so schlecht. Hey. Auf einmal hier, bitteschön, Commodore macht im Commodore-Heft oder in einem Heft für C64 endlich mal Werbung für das neue Commodore 120. Jetzt überall. Ja, ist richtig geil, ne? Mächtiges Gedächtnis, starke Programme, eine höhere Form der Intelligenz. Okay, aber finde ich gut, endlich mal eine Werbung. Nur allein für den C128. Sehr interessant, sehr interessant. Tipps und Tricks zum Printshop. Ja, glaube ich auch mal benutzt. Aber mir das Listing garantiert nicht angetan. Ist ja doch relativ groß. Das fand ich dann immer interessant. Das hat man sich, glaube ich, das hat jeder gelesen oder mal ausprobiert. Tipps und Tricks für Einsteiger war mal sehr interessant. Ne? Diesmal wollen wir den Neuling unter den C64-Fans eine Lösung zum größten Problem aller Anfänger anbieten. Ein leicht verständliches Verfahren zur Umrechnung von Dezimal- und Hexadezimalzahlen. Alles klar? Glaube, so ein Programm hatte ich auch. Das habe ich mir auch mal abgeschrieben. Tipps und Tricks für Profis. Alles klar. Da gab es ja niemals Versteckspiel mit der Directory. Englisch für Fortgeschrittene. Aha. Die mysteriöse Zahl 350 72120. Alles klar. Jo, was haben wir hier noch? Schöne Plotter, ja, Laufschriftgenerator. Das war auch eine Sache, die ich mir da garantiert angetan habe. So, Tipps und Tricks zum C128. Ja, da ich ihn nie hatte, wurde sowas dann eben halt immer gleich weitergeblättert, ne? Hatten ja auch nicht so viele diesen Computer. Ja, wieder massig Werbung, seht ihr? Commodore, Commodore, Commodore. Das stärkste seit der Erfindung des Homecomputers.
Das RP-System zum C64 und PC128. View Picture. Endlich lassen sich auch farbige Hi-Hat-Bilder in eigenen Basic-Programm einbinden. Das wäre zum Beispiel was gewesen, das hätte mich interessiert, weil ich ja damals recht viel programmiert habe. Das sollte ich mir vielleicht heute auch nochmal antun. Mal gucken. Habe ja so ein kleines Adventure am Start. Ist noch lange nicht fertig. Gerade mal so angefangen. Und da versuche ich natürlich irgendwie eigene Grafiken eben halt einzubinden. Ne? Was auf dem C64 relativ schwer ist, finde ich. Also auf dem Amiga mit Amos Basic zum Beispiel. Pipifax war einfach. Ja. Naja. So. Computermarkt, ja. Commodore 64, ganz klarer Fall. Wieder mit einigen recht dubiosen Anzeigen manchmal. Ne? Von wegen, ich möchte tauschen. Meine Software gegen deine. Nee, der wollte gar nichts tauschen. Der hat ihm halt Leute gesucht, wo er eben halt sich die Raubkopien kaufen konnte. Konnte man natürlich nicht reinschreiben. Naja. Entschuldigung. Waren damals eben halt so die üblichen Tricks, ne? So, Computermarkt, okay. Jetzt sind wir letztes Mal schon mal ein bisschen mehr drauf eingegangen. Ja, da kommt jetzt erstmal relativ viel Werbung. Neu, das große C64 Arbeitsbuch. Nie gekauft. So. Computermarkt, private Kleinanzeigen, ja. Gab so einiges. Aber trotzdem, man hat mal ab und zu reingeschaut, ja. Ich habe das nie irgendwie großartig beachtet, aber reingeschaut hatte man. Wenn man manchmal die Preise gesehen hat, dachte man sich, nee, Alter, kann ich auch neu kaufen. Ja. Nur weil 100 Disketten da mehr bei sind als üblich, weiß ich nicht. Steuern und Regeln mit C64 C128, sehr schön. Oh, der Computermarkt ist aber diesmal, ne? Junge, Junge, oder? Finde ich schon, ist ganz schön doll. Alles für CBM 64, jawohl, Computermarkt, jetzt reicht's aber. Viel, viel Werbung hier. New Modem, hier, sowas zum Beispiel, ne? C64, DM138. Hätte ich damals wahrscheinlich zugegriffen, ja, für DM138. Ich glaube, für einen Amiga, da habe ich über 200, 300 € für ein Modem oder 400 € bezahlt. Hundertprozentig, ja. Ja, wieder mal der Computermarkt. Voila. Finde ich diesmal ein bisschen größer als in der Februar-Ausgabe, oder? Täusche ich mich? Ja, schreibt es mal in den Kommentaren, aber ich glaube schon, ne? Memory Map mit Wandervorschlägen. Okay. Ja. Okay. Tolles Schachprogramm zum Abtippen. Computerschachbuch. Ehrlich? Habe ich nie damals gesehen. Schach habe ich mal so nebenbei gespielt. Aha. Aber trotzdem, also heute würde ich ja sonst was für geben, wenn ich das Buch hier bekommen könnte, ne? Schon richtig geil. Bestimmt interessant. Einfache Ein- und Ausgabeprozeduren. Ah, mit Pascal lernt man, strukturierte Programme zu schreiben, die sich auch selbst aufrufen können. Rekursiv. Das kann Basic nicht. Okay. Wusste ich gar nicht, dass es so viele Kurse gab hier mit Pascal. Ah, ja. Interessant. Muss ich mal in der Community-Umfrage schauen, wer sich damals Pascal angetan hat. Ich glaube eher Assembler oder Basic. Ne? Pascal? Hat jemand gemacht? In die Kommentare bitte. Interessant. Ja, jetzt gehen wir schon mal los. Programmiersprachen. Nur mit den richtigen Werkzeugen kann man optimal arbeiten. Was dem Handwerker die Arbeitsgeräte sind, das sind den Programmier-Service-Programme. Und natürlich die Programmiersprachen. Genau. Ja. Promal sagt mir jetzt gar nichts. Logo ja, Comal, Basic, klar. Prolog, Pascal, C, ja, Force. Aber Promal sagt mir nichts. Okay. Wieder etwas dazugelernt. Muss ich ja mal googeln. Ist ja mal interessant. Ja, und dann gehen sie eben halt auf die Programmiersprachen ein. Auch sehr interessant. Pascal, Force. Nie gemacht, Pascal auch nicht. Auch nicht Logo. Prolog. Comal. Promal. Okay. Ja, wie gesagt, habe ich nie irgendwie ja, Interesse für gezeigt.
Ich bin dann bei dem Basic geblieben, was der C64 hatte, Version 2.0. Und mal ab und zu mal versucht, mich in Assembler reinzufuchsen, was aber nie was geworden ist, mangels Geduld damals. C, die Sprache der Profis. Ja, C ist schnell, flexibel, universell. Das erste Programm. Das klingt natürlich schon mal sehr interessant, ne? Wenn man das auf dem C64 machen konnte. Geil, sehr schön. Werde ich mir mal, glaube ich, mal intensiver anschauen. Compiler oder Interpreter? Compiler sind schneller. Interpreter, ja. Entschuldigung, Interpreter brauchen wenig Platz. Wir zeigen Ihnen die Vorteile beider Methoden. Oh, interessant. Lesen und schreiben sollte Ihr Computer. Scanner? Ah, nee, nicht Scanner. Der schreibt, tatsächlich. Ist ja Wahnsinn. Fischertechnik. Sehr interessant. Hat das jemand von euch gemacht? An mir lief das auch immer vorbei. Ich fand es interessant, gebe ich zu. Weil irgendwie wurde alles gesteuert mit dem Computer und der schreibt dann. Ist schon geil. Aber irgendwie nie irgendwie Lust darauf gehabt, das mal haben zu wollen oder so. Ja. Weiß ich nicht, keine Ahnung, war bei mir nicht so. Uiuiui, da gab es schon, überleg mal, 86, was ist künstliche Intelligenz? Intelligenz für ihren C64, die Programmiersprache Prolog, ist besonders geeignet, um intelligente Programme zu entwickeln. Sie ist in der künstlichen Intelligenzforschung berühmt und wird zur Entwicklung von Expertensystemen gebraucht. Diese Sprache wurde für den C64 um Ton- und Grafikbefehle erweitert. Aha. Alles klar. Bestimmt interessant für viele Leute. Wird auch so ein bisschen ein Beispiel abgezeichnet, um was es geht, ne? Alles klar. Bedienung und Handbuch. Prolog für Sie. Ja. Hat garantiert auch richtig prologmäßig gekostet. Bin ich mir ganz sicher. War bestimmt, wenn, sündhaft teuer. So. Astro kommt jetzt auch für den C128. Aha. Basic-Programme beschleunigen und vor Raubkopierer schützen waren nur zwei Bedingungen, die bei der Entwicklung dieses Compilers berücksichtigt wurden. Was noch in ihm steckt und was ihr leistet, sollte dieser Test Ihnen zeigen. Alles klar? Auch Austrocoms. Entschuldigung, ich habe Astro vorgelesen, ne? Austrocoms. Sagt mir jetzt gar nichts. Vielleicht hat es ja mal ein C128-User benutzt. War aber bestimmt auch wieder immens teuer, wie immer. Ja, und hier, Leute, Rambo First Blood Part 2. Hat man natürlich gespielt, ne? Auch wenn man heute so sich nochmal zurückerinnert oder auch mal versucht zu spielen. Ist schon ein bisschen Heavy Metal gewesen. Man hat eigentlich gar keine Chance ohne Trainer. Also meine Meinung. Ne? Aber klar, war ja nun mal Rambo und musste man haben, ne? Musste man zocken. Top S, der erste Assembler für den C128. Sehr schön. Multiplan, naja. Für wen ist Multiplan? Na, war für mich natürlich nichts. Kennen Sie Ihren C64? Ja, so ein bisschen kenne ich, will ich mal behaupten. Was ist das Faszinierende am C64? Dem größten Verkaufserfolg, seit es den Begriff Heimcomputer gibt. Augenblick, ich trinke mal einen Schluck Kaffee, Leute. Seht es mir nach? Boah, so. Warum schätzen ihn weltweit über 4 Millionen Menschen diesen kleinen, unscheinbaren Kasten mit der großen 64 auf dem Gehäuse? Die Antwort finden Sie in unseren technischen Liebeserklärungen. Ja, ist ja nur logisch, ne? Dass die C64, das C64 ja solch eine Liebeserklärung macht. Ja, finde ich aber sehr interessant. Find ich sehr schön. So. Das Problem, der Kampf der Zeiten, das Geheimnis der Hintertür. Ah, schon cool gemacht. Kamera, Ton, Action. Okay. Wer würde nicht gern einmal in die Fußstapfen eines bekannten Regisseurs treten und einen Film drehen? Mit dem Animationsprogramm Movie Maker soll das jedermann möglich sein. Okay. Wusste ich gar nicht, um C64? Okay. Weil sieht ja interessant aus. Ist auch an mir vorbeigelaufen. Ich glaube, da habe ich mir lieber gedaddelt.
oder programmiert. Was mir auffällt, auffällig viele Bücher zum C128. Ja, definitiv. Ist schon Wahnsinn. Spiele besser als Kino. Lucasfilm hat wieder zugeschlagen. Ja, die Schöpfer von Bellblazer und Rescue on Fractalus bereichern uns um zwei neue Spiele. Das ist schön. Habe ich gespielt? Bin ich mir ganz sicher. Doch, das habe ich gespielt. Doch, das irgendwie sagt mir das was. Fand ich damals geil. Hey Kamera, bleib doch mal so, wie du bist. Dankeschön. So. Alles klar. Action aus England. Für die Freunde des schnellen Joysticks gibt es zwei neue Spiele, die zusätzlich zur Action eine Menge Denkvermögen erfordern. Sagt mir auf den ersten Blick nichts. Mercenary, obwohl doch Mercenary, bestimmt mal angetestet. Ja, doch, Paranoid. Na klar, das glaube ich, das hat jeder gespielt, oder? Paranoid, ja. Richtig geil. Sehr schön. Hatten wir schon. Die Frage habe ich gestellt, hat bisher noch keiner beantwortet. Vielleicht hatte das auch keiner damals, ich weiß es nicht. Ne? Ja, und dann wieder mal 500 Mark ausgeschossen für die Anwendung des Monats. 2000 Mark für das Listing des Monats. War viel Geld, Leute. So, ich denke mal, da habe ich das schon mal gefragt, wenn es wirklich noch jemand geben sollte, der wirklich es mal geschafft hat, hier irgendwie ein Listing unterzubringen, bitte schreibt das mal hier rein, das interessiert mich. Und was mich am meisten noch interessieren würde, was hast du dann zum Beispiel mit den 2000 oder 500 Mark gemacht? Ich will ja behaupten, du hast dir denn vielleicht den Amiga geholt, den C128. Ja, wer weiß, keine Ahnung. Würde mich brennend interessieren. Das sind so Fragen, die interessieren mich. Tipps und Tricks zu Witherite. Ja. Nie benutzt, großartig. So. Hatte ich nicht viel am Hut mit Textverarbeitung. Neueste Software für den Commodore. Ja, 128. Natürlich obligatorisch PC genannt. Ne? So. Ja, ich denke mal, wir haben es fast. Ne? 64er Programmservice, das Angebot dieser Ausgabe. Ja. Ach, schaut mal hier. Noch den Zahlschein, den konnte man sich dann, wartet mal, so machen wir das mal. Den konnte man sich dann ausschneiden und ja, damit konnte man dann Markentechnik bedienen oder finanziell eben halt den Preis bezahlen, den man musste. Ist schon interessant, ne? Hat das mal jemand gemacht? Ich habe das natürlich nie gemacht. Ist aber trotzdem geil. Mensch, Hardware auch. Die haben ja auch Geld rausgeschossen. Ne? Hier hast du mal 2000, mach mal neue Hardware oder weiß ich was. Geil. Oh, das große Happy Computer Sonderheft Spiele. Aha. Ich glaube, das habe ich mir damals geholt, oder? Doch, bei Spiele war ich immer dabei. Sehr schön. Sehr geil. So. Ja, unser Angebot, bla bla. Und dann kommen wir schon zum Schluss fast, Leute. Ja, Vorschau 486. Also April 86. Erscheint am 14.03. Was gibt's denn da Schönes? Diashow mit Apfelmännchen. Ja, Apfelmännchen fand ich geil. Habe ich garantiert auf dem C64 und auf dem Amiga benutzt. Ja, erstellt diese Apfelmännchen. Richtig geil. Der Trick mit den Schalter. Aha, brandneue Simulation. Ja, könnte interessant sein. Hyper Basic. Ja, auch interessant. Messen, Steuern, Regeln. Interessant, aber wie gesagt, ist an mir komplett vorbeigelaufen. CMOS RAM-Platine. Ja, hat mich überhaupt nicht interessiert. Game Maker. Spiele selbst programmieren. War schon immer schwer. Genau. Dann holt euch den Game Maker. Sehr schön, auch interessant. Drucker für Database und Taktzyklen messen. Ja, das wäre die nächste Ausgabe. Und was soll ich euch sagen, Leute? Ja, ich habe die. Die habe ich sogar. Ne? Und die wird in eines der nächsten Videos dann eben halt mal vorgestellt. Ne? Können wir gerne mal durchblättern zusammen. Ne? Ab in die Vergangenheit, ab in die 80er. Ist das schön. So, was haben wir hier noch? Was hat Textomat zu Deutschlands meistgekaufter Textverarbeitung gemacht? Nur die M99, ja, alles klar, von Data Becker. Textomat hatte ich. Original
Nein. So, okay. Und natürlich die Kippenwerbung. Gibt es heute nicht mehr. Naja, gut. Habe ich die geraucht? Ja, doch, Camel habe ich geraucht. Ja. Natürlich mit Filter. So, alles klar. Gut. In dem Sinne, ja, würde ich mal sagen, vielen lieben Dank, dass ihr mit mir zusammen diese Ausgabe angeschaut habt. Und da würde ich mal sagen, bis zur nächsten Ausgabe, April 1986, die können wir uns dann auch mal zu Gemüte führen. Ja, und da muss ich so langsam mich mal wieder auf den Weg in die Bucht machen, weil dann brauche ich wieder neue C64-Hefte oder 64-Hefte von Markt und Technik, weil ja, ich habe denn keine mehr erstmal. Ne? Sollte jemand noch welche zu Hause haben und ist der Meinung, ach, weißt du was, die gebe ich dem Retro-Bullen, der zeigt die hier eh und die kann er günstig haben, schreibt es in den Kommentaren oder schreibt mich per Mail an und dann werde ich gerne antworten, weil momentan suche ich eben halt noch welche. Jahrgang ist mir egal, klar, die habe ich schon. Ja, die drei Ausgaben ja, von 1986, aber ich suche auch 87, 88 oder eben halt vor 86, eben halt, ja, die 64 Ausgaben. Vielleicht wird man sich ja einig, weiß man ja nicht. So, in dem Sinne, ja, das war's. Bis zum nächsten Mal. Ich würde mal sagen, mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Ja, euer Retrobulle.